Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde jetzt hier nicht zum Autotester-Kanal, aber ich habe ja gesagt, dass ich euch teilweise ein bisschen mitnehme in meinem Alltag der Elektromobilität. Und zu diesem Alltag zählt heute auch ein sehr erfreuliches Ereignis. Ich darf heute, habe die Ehre, ein nagelneues Tesla Model Y abzuholen. Ich sage Model Y, wir sind ja in Deutschland, oder? Ja. Es ist leider nicht mein Mopsel. Mensch, heute sind aber viele Versprecher vorbei, du. Es ist leider nicht mein Model Y, aber nichtsdestotrotz. Schon witzig. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, es heute abzuholen, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen habe ich das Model Y tatsächlich in live noch nie gesehen, also bin echt gespannt auch auf die Abmessungen, habe schon die ersten Vergleichsbilder gesehen, aber da ist ja nicht immer alles so direkt daraus ersichtlich. Zum zweiten bin ich sehr gespannt, wie das Model Y nachher tatsächlich fährt. Also es ist ja ein Long Range Modell mit Allradantrieb und bin da sehr gespannt, wie das nachher zu fahren ist. Und zum dritten bin ich sehr gespannt auf den Akku und die Ladegeschwindigkeit. Es ist ja jetzt so, dass das Model Y leider noch keines aus Deutschland ist. Haben wir eigentlich gehofft, dass wir schon einen aus Deutschland bekommen, aber die Bauarbeiten in der Gigafactory, wir hatten vor ein paar Wochen erst die Ehre und durften die Gigafactory besichtigen. Die halten leider immer noch an und naja, bin mir auch nicht ganz sicher, ob das dieses Jahr noch was wird mit den Auslieferungen. Ich denke, das wird dann eher nächstes Jahr, aber das ist alles ein Blick in die Glaskugel, schwierig zu beantworten. Und genau aus diesem Grund, da es jetzt eben noch kein Model Y ist aus Deutschland, haben die Tesla Model Y jetzt noch den 77 Kilowattstunden Akku drin, nicht wie zunächst vermutet den 82 Kilowattstunden Akku. Das heißt, verbaut ist der Akku mit der Bezeichnung Y5CD. Und da gibt es ja viele Mutmaßungen und Befürchtungen, dass der Akku eben von der Reichweite nicht so gut ist und vor allem auch von der Ladegeschwindigkeit. Und ja, da muss ich sagen, also die von der Reichweite, die 5 Kilowattstunden hin oder her, denke ich mal, da ist Tesla mit seinen effizienten Antrieben und auch dem relativ großen Akku, finde ich, trotzdem der Konkurrenz weit überlegen. Und dann in Addition mit dem Supercharger-Netzwerk wäre es jetzt für mich kein Grund gewesen, da die Bestellung zu stornieren. Also das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Worauf ich tatsächlich gespannt bin, ist die Ladegeschwindigkeit. Ich denke mal, auch bei diesem Akku wird die Ladegeschwindigkeit wirklich ausreichend sein, womöglich nicht ganz so schnell wie bei den aktuellen Model 3, auch die ja im Peak dann mit 250 kW laden. Aber das Ganze werden wir heute herausfinden. Wir dürfen jetzt nachher das Model Y abholen in Renningen. Bin mal gespannt, war doch dort auch noch nie. Wir haben vor 5 Jahren das Model S abgeholt von meinem Vater. Das war allerdings im Service Center in Stuttgart. War damals eine tolle Übergabe und bin mal gespannt, wie das Ganze dann heute abläuft. Holen es dann, wie gesagt, ab in Renningen und schauen dann, dass wir von dort aus einen V3 Supercharger anfahren, damit wir eben die volle Ladegeschwindigkeit dann mal ausprobieren können. Da ist der nächste in Illertissen. Das heißt, wir können auf der Fahrt dahin auch mal ein bisschen beobachten, wie sich der Verbrauch und allgemeines Fahrverhalten so verhält auf der Autobahn, und werden dann, wie gesagt, am Supercharger mal laden mit einem Akkustand, der so niedrig ist wie möglich, damit wir eben die volle Ladekurve uns mal anschauen können, und bin dann mal gespannt, wie das Ganze dann heute wird. Muss jetzt ein bisschen hier aufpassen, ihr seht ja, meine Schwester ist am Steuer, da muss ein bisschen Obacht geben. Ne, war ein Spaß, fährt sehr gut. Ne, meld mich dann, wenn wir dann in Renningen sind am Abholzentrum, und ja, bin mal gespannt, wie das Ganze dann wird. Wir sind angekommen mit 1,9 bar im linken Hinterrad. Wir müssen nachher mal schauen, ob wir beim Service Center vorbeifahren können oder ob wir hier noch ein bisschen Luft bekommen.
für unser Hinterrad. Sonst reicht es vielleicht nicht mehr ganz bis heim. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Ihr habt es gerade schon gesehen in den Videos. Stehen viele Teslas rum. Ich bin sehr gespannt. Und ja, ein bisschen früh da, aber vielleicht dürfen wir auch jetzt schon rein und schauen mal rein, wie das Ganze dann da aussieht. 12 seconds later. Ganz schön spannend hier alles. Wir konnten das Model Y jetzt abholen, haben uns das auch ausgiebig angeschaut, werde ich aber nachher während der Fahrt drauf eingehen. Ich habe jetzt in das Navi den naheliegenden V3 Supercharger eingegeben. Wir haben aktuell einen Ladestand von 171 Kilometer. Das heißt, wir werden zunächst in Leonberg einen kleinen Zwischenstopp machen. Das sind allerdings noch alte Supercharger. Das heißt noch nicht die neuen, die auch tatsächlich richtig schnell laden können. Von dort aus werden wir dann weiterfahren nach Illertissen. Dort sind fast nagelneue V3 Supercharger. Schauen wir, dass der Akku dann dort auch relativ leer ist, dass wir einmal schauen können, mit wie viel kW die V3 Supercharger mit diesem Akku dann auch tatsächlich laden können. Wir mussten jetzt gerade einen kleinen Zwischenstopp machen am Reifencenter, da am Model S leider eine große Schraube im Reifen steckte und deshalb der Reifendruck absackte und wir noch kurz den Reifen flicken mussten. Deshalb bleibt alles spannend. Die Videos in der Auslieferungshalle durften wir leider nicht zeigen, beziehungsweise auch nicht wirklich filmen. Wurde von Tesla leider nicht erlaubt. Macht aber nichts. Wir halten jetzt nachher nochmal an beim Supercharger und dann können wir uns das Ganze auch nochmal kurz anschauen. Was jetzt ganz spannend ist, man kann jetzt hier auch den blauen Balken sehen am Lenkrad. Und wenn ich jetzt versuche, den Autopilot zu aktivieren, sagt er mir Geschwindigkeitsregler nicht verfügbar, zur Kamerakalibrierung weiterhin fahren. Das heißt, er benötigt jetzt erstmal ein paar Kilometer, um die ganzen Kameras überhaupt zu kalibrieren. Und danach sollte dann der Autopilot und der Abstandstempomat theoretisch auch funktionieren. Wir haben jetzt ein paar Kilometer gewartet und jetzt hat sich die Kameras auch kalibriert. Das heißt, ich kann den Autopilot jetzt ganz normal auswählen und ja, sind gleich am Leonberger Supercharger. Ich denke, der Supercharger wird jetzt nicht ganz so interessant sein, da der eben nicht schnell laden kann. Den brauche ich aber, dass wir dort eben ankommen. Ich zeige euch die Ladekurve trotzdem, aber wie gesagt, das Spannende wird nachher der V3 Supercharger in Illertissen dann sein. Wir haben das Auto jetzt mal eingesteckt am V2 Supercharger. Man kann sehen, 105 kW aktuell, denke ich, ja, entspricht dem ganz gut. Akku ist noch viertel voll, also er kann gar nicht voll laden. Mal schauen, habe ich, wie gesagt, die andere V3 Supercharger werden die spannenderen sein. Jetzt mal zum Auto, zur Abholung. Also die Abholung, wie gesagt, dürfen wir leider nicht filmen, aber sie verlief wirklich perfekt. Wirklich sehr höfliches und freundliches Personal. War die nagelneue Auslieferungshalle in Renningen und ja, waren einige Autos da, sind pünktlich angekommen, sind auch gleich dran gekommen, durften das Auto dann in aller Ruhe anschauen. Und haben uns das Auto auch in aller Ruhe angeschaut und da muss ich sagen, da gibt es noch viele so Ursprungsmeinungen auch von den alten amerikanischen Tesla, die tatsächlich qualitativ nicht immer die besten waren, aber die Autos, die aktuell kommen, die auch aus China kommen, die sind wirklich von der Qualität her so gut. Da finde ich wirklich jede Person, die da extra mitgenommen wird als Prüfer und alle Prüfprotokolle, finde ich da wirklich fast schon lächerlich, da die Autos wirklich von der Verarbeitung her, ich finde sie wirklich perfekt. Und dazu noch die unfassbar gute Technologie von Tesla, da muss ich sagen, da gibt es absolut nichts zu beanstanden, das Auto. Wir haben nichts gefunden, es sieht wirklich perfekt aus. Und ja, wie gesagt, bin echt begeistert und werde jetzt hier kurz zwischenladen, dann nachher weiterfahren nach Illertissen und da bin ich tatsächlich auch gespannt
auf den Autobahnverbrauch und vor allem dann auf die Ladeleistungen, die wir dann haben werden am V3 Supercharger. Bin jetzt knappe 100 Kilometer unterwegs und was ich jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, das Auto fährt sich wirklich sehr angenehm. Es ist auch sehr ruhig von der Akustik her. Er liegt auch sehr gut. Bei höheren Geschwindigkeiten merkt man jetzt im Vergleich zum Model S, dass er ein bisschen unruhiger liegt, was denke ich zum einen mal an der Höhe, aber zum anderen auch an dem normalen Gewindefahrwerk gegenüber dem Luftfahrwerk im Model S liegt. Was allerdings im Vergleich zum Model S, der Model S hat noch den ersten Autopilot, die erste Ausbaustufe, und da muss ich sagen, da fährt sich dieses Auto mit dem aktuellen Autopilot natürlich deutlich entspannter, er reagiert deutlich besser, fährt deutlich ruhiger auf der Fahrbahn, also das ist wirklich besser, das könnte ich jetzt aktuell bis jetzt so noch nicht, kannte nur den ersten Autopilot im Model S, das fährt sich wirklich gut. Wir haben jetzt noch 40 Kilometer bis zum Supercharger und noch 58 Kilometer Reichweite, das heißt, wir werden es schaffen, dass wir mit relativ wenig Prozent, er schlägt mir sogar den Supercharger in Ulm vor, den können wir aber mal entfernen, das schaffen wir auch so, mit 0%, also das schaffen wir schon, da sehe ich jetzt kein Problem, dass wir mit relativ niedrigem Akkustand dann ankommen, um dann eben die komplette Ladekurve uns dann mal anschauen zu können und ja, melde mich dann wieder, sobald ich am Supercharger in Illertissen dann angekommen bin. Ich habe es geschafft. 2% sagt das Auto noch 8 Kilometer Restreichweite, perfekte Bedingungen, um eine ganzheitliche Ladekurve jetzt zu erhalten. Muss gerade mal schauen, wo der Supercharger hier ist. Habe hier tatsächlich auch noch nie geladen und auch noch nie an einem V3 Lader. Also bin selbst persönlich auch sehr gespannt, wie das Ganze jetzt funktioniert und werde dann gleich mal aussteigen und das ganze Auto dann anstecken. Ihr habt ja gerade im Video gesehen, bei welchem Prozentstand der Akku noch mit welcher Ladegeschwindigkeit geladen hat. Der Ladepeak am Anfang war relativ gut, fiel dann allerdings relativ schnell ab. Aber ihr habt es ja gesehen, auch mit den Zeitangaben, wir hatten nach knappen 6 Minuten schon 100 Kilometer Reichweite mehr und nach knappen 25 Minuten 300 Kilometer Reichweite mehr. Was ich grundsätzlich ein ganz guter Wert finde. Ich muss jetzt allerdings dazu sagen, dass die Ladegeschwindigkeit bei den aktuellen Model 3 mit teilweise auch den anderen Akkus natürlich schon besser ist. Aber da muss ich sagen, finde ich die Ladegeschwindigkeit in den knappen 25 Minuten 300 Kilometer Restreichweite zu erreichen, finde ich okay. Ist natürlich ausbaufähig, aber da das Auto ist ja für meine Mutter. Deshalb ist da auch noch die Displayschutzfolie auf dem Bildschirm. Diese Ehre überlasse ich natürlich ihr. Und meine Mutter wird wenig Langstrecke fahren, beziehungsweise an der Autobahn einen Supercharger laden. Und das ist dafür völlig in Ordnung. Und zudem auch die Ladegeschwindigkeit natürlich im Vergleich zu anderen Fahrzeugen trotzdem noch hervorragend. Auch die Supercharger
hier in Illertissen wirklich eine empfehlenswerte Ladestation mit relativ vielen Ladesäulen, alle nagelneu, mit Waschanlage sogar noch mit dabei und Waschboxen, nicht direkt von Tesla, aber eben direkt angrenzend, mit Snackautomat, Kleinigkeit zu essen gibt es auch noch ums Eck, also wirklich sehr empfehlenswert. Allerdings muss man, eine Ladestation darf man leider nicht mitrechnen, die ist hier rechts von hier, ich blende es euch gerade mal ein, da kommt man leider nur hin, wenn auf den zwei Parkplätzen neben dran keiner parkt. Also das ist leider eine kleine Fehlkonstruktion, aber hat Spaß gemacht hier zu laden. Hat tatsächlich der Ladestart hat wie üblich bei Tesla reibungslos funktioniert. Die Ladegeschwindigkeit war jetzt auch in Ordnung, nicht so hoch wie bei aktuellen Model 3, aber völlig in Ordnung. Bin gespannt, was sich dann tut, wenn die deutschen Model Y dann auf den Markt kommen. Für uns, wie gesagt, völlig ausreichend. Wird jetzt noch circa eine Stunde nach Hause fahren, hauptsächlich über Land, und schau dann mal noch, wie der Verbrauch dann über Land so ist. Bin jetzt auf der Autobahn relativ zügig gefahren, habe einen Verbrauch von 20,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, was auf der Autobahn für die Reisegeschwindigkeit okay ist. Bin jetzt aber gespannt, bei der Überlandfahrt, denke ich, wird der Verbrauch schon einmal ein ganzes Stück runtergehen. Wollte euch dann noch ganz kurz berichten, abschließend, wie der Verbrauch war. Und genau, melde mich dann nachher wieder. Also an alle, die sich gerade überlegen, noch auf das Auto aus der Gigafactory Berlin zu warten, kann ich nur sagen, wartet nicht, also mir wäre es jetzt nicht wert, nochmal ein halbes oder dreiviertel Jahr auf so ein cooles Auto zu warten. Bin wirklich absolut begeistert, haben jetzt über die Landstraße auf den letzten 40 Kilometern einen Verbrauch von ca. 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, was ich für diese Autogröße wirklich absolut in Ordnung finde. Da resultiert dann mit der Kapazität 77 Kilowattstunden brutto, nehmen wir mit einer Netto-Kapazität von vielleicht 73, 74 Kilowattstunden auf jeden Fall immer eine Reichweite von mindestens 350 Kilometern immer. Und ich fahre jetzt ganz normal, entspannt, nicht langsam und habe trotzdem den Verbrauch, muss ich sagen, bin wirklich, also, man sieht es mir an, ich bin wirklich begeistert, wirklich ein tolles Auto. Vom Fahrwerk auch, man hat die 20 Zoll Felgen sind auf dem Auto drauf, von dem her ist es schon ein bisschen sportlicher zu fahren, aber das war gerade Autopilot, vielleicht braucht er doch noch ein Software-Update. Nee, aber ansonsten wirklich, wirklich begeistert, tolles Fahrzeug, toll zum Fahren, einzig und allein die Ladegeschwindigkeit am Supercharger war jetzt eben nicht so schnell, wie man es von den aktuellen Model 3 gewöhnt ist. Aber womöglich, man weiß es nicht, gibt es da auch noch ein Update von Tesla. Lassen wir uns überraschen. Ich bin wirklich sehr begeistert von dem Auto, wirklich angetan. Falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt, natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Und dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen.